Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner. Der Kollege ist wieder hier am Pennen. So, wir haben jetzt auch mal ein bisschen was an unserem Truck gemacht. Stoßfänger vorne, hinten mit Seilwinde und einer speziellen Pokerlackierung haben wir drauf gemacht. Und wir benutzen heute mal den Kahn, um uns ein paar Upgrade-Teile zu holen. Wir haben auf jeden Fall einen langen Weg vor uns. Und hier wird es dann auch wahrscheinlich interessanter in der Gegend. Aber macht euch gefasst. Und viel Spaß beim Zuschauen. So, dann starten wir mal den Hobel und fahren mal direkt los. Ah, oh, der Kahn. Der gefällt mir echt. Sehr gut. Bloß kein Blödsinn bauen, weil das Ding ein bisschen schneller ist. Wie die ganzen anderen Karren. Allrad ist bei dem Ding hier nicht abschaltbar. Also auf Dauerbetrieb. Aha, okay. Hier wird schon mal interessant. Waren hier mal ein bisschen. Ach, hier ist ja nichts. Ich war da gedanklich in noch schlimmeren Ecken. Vielleicht für den Truck eine Aufgabe, aber für unseren Kahn hier auf gar keinen Fall. Wie ihr seht, fliegt er sich da hier durch den Schlamm. Weiter geht's. Wechseln wir mal in die Innenansicht. Die Blinkerhebel und Scheibenwischerhebel erinnern mich an meinen ersten Golf 2. Sehen 1:1 aus wie die von dem. So. Wechseln wieder in die Außenansicht. Oh, das wäre beinahe schief gegangen. Ja, das Ding im Gelände sehr gut zu fahren. Aber wenn es einem außer Kontrolle gerät, dann nicht zu bändigen durch die großen Reifen. Ah, da fliegt er sich jetzt mal komplett richtig rein. So, und wie ihr seht, das ist alles. Alles nichts für den Jeep hier. Ja, dann geht's hier weiter. Kamera ist ein bisschen komisch gerade. Aber da müssen wir halt durch. Ist halt irgendwie sehr weit alles. Holen wir uns da mal die Upgrade-Teile. Mal schauen, für was für einen Truck die sind. So, jetzt müssen wir überlegen, wo lang fahren wir. Einmal kurz auf die Karte geschaut. Ja, wir fahren erstmal hier an der Tankstelle vorbei. Ich muss hier ein bisschen langsamer machen. Waschen wir mal unseren Truck hier. Ja, mit einer Leichtigkeit
kommt er hier durch. Okay, hier haben wir jetzt alles klar. So, hier geht's ab auf jeden Fall in Richtung Action. So, dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen, ne? Jo. Ab in den Lastengang. Fahren wir ein bisschen langsamer. Ah, nein. Haben wir kurz auf die Karte geschaut. Okay, wir müssen dann da hoch, hier. Okay. Kriegen wir schon alles hin. Und jetzt hier, ja. So, dann einmal hier links hoch. So, kommen wir hier durch. Das wird eng. Sehr eng rüber. Aber wir sind durch. Ah, der ist einfach am besten geeignet für so eine Strecke hier. Das ist so. Einmal über die Steine, hier ein bisschen vorsichtiger. Ah, hier ist ein bisschen lehmiger die Erde. Kurz auf die Karte gucken. Ah, wir müssen ein Stück weiter. Und dann geht's da rechts hoch. Da rechts hoch. Das wird jetzt mal lustig. Kommen wir da hoch. Ah, ich weiß nicht, mit was für einem Truck man hier hochkommen soll, aber der Kran, der fliegt sich hier durch, als gäbe es keinen Morgen. Da haben wir Upgrade-Teile hier. Na klar. Aha, für aktuellen Truck nicht verfügbar. Truckliste. Okay, Chevrolet. Haben wir da eine Offroad-Einsatz? Federungsset. Ja, cool. So. Haben wir das geschafft? Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen mehr. Bis dahin, euer Gaming Ari. Ciao.